50 Meter bis zur Marke. Und der Hauptlauf, 5- bis 7-jährige Hengst und Wallare ist gestartet und Sir Karan hat den schnellsten Antritt, übernimmt das Kommando aus dem Corleone. Sir Karan führt gegen Corleone. Drittletzter ist Nupagadi. Der muss nach außen gesteuert werden, damit er sich nicht einmauern lässt. Und das gelingt aber vorne erst einmal. Sir Karan hat das Kommando vor Corleone, der hinter Sir Hayo, dann Odessa Santana. Außen rückt Armstrong Ass auf. Bagley ist dabei. So geht es durch den ersten Bogen. Die erste Zwischenzeit kommt. Feld erreicht die Tribünengerade und in vorletzter Position Nupagadi. Feld ist auf der Tribünengeraden und Führungswechsel. Corleone übernimmt es vom NDR, versucht es nun Nupagadi. Corleone, da setzt Odessa Santana nach Sir Karan, dahinter Armstrong Ass mit Sir Hayo vor Bagley und außen Nupagadi, der hier in dritter Spur versucht aufzurücken. Corleone an der Spitze bringt das Feld von Ziel ab auf die Schlussrunde. Corleone, Odessa, Santana. Dahinter kommt Nupagadi nun in die vierte Position und in die zweite Spur herunter. Pferde sind auf der Schlussrunde, sind im Hessler Bogen. Corleone führt. Corleone außen, Odessa, Santana, innen, Sir Karan, die ersten drei. Vierter ist Nupagadi an der Innenkante, ist Armstrong Ast dabei. 1000 Meter noch bis zum Ziel. Dahinter dann Bagley außen an der Innenkante, Sir Hayo. So geht's auf die Überseite. Yankee Elmo davor. Sieht man noch Foto Phoenix, beziehungsweise umgekehrt. Mitte gegenüber, weiter Corleone. Corleone an der Spitze hat das Kommando gegen Sir Karan und Odessa Santana. Da weiter die ersten drei, 12-6, 12-7, die Zwischenzeiten. Und es geht auf Ende gegenüber zu Corleone. Corleone ist vorne, Odessa Santana in seinem Fahrwasser, Nupagadi. An der Innenkante davor noch Sir Karan, Armstrong, Ass, Bagley. Es geht in den letzten Bogen und weiter Corleone mit der Führung. Corleone und jetzt tritt Nupagadi an, geht in die dritte Spur, 500 Meter vor dem Ziel. Corleone ist vorne, außen setzt Nupagadi nach Odessa Santana mit Problemen. Innen Sir Karan, es geht auf den Einlauf zu um die letzte Ecke. Corleone bringt das Feld in die Distanz. Corleone ist vorne, aber jetzt kommt Nupagadi. Corleone weit nach außen, Nupagadi und innen versucht es Sir Karan. Corleone, Nupagadi greift an, denn der Sir Karan sucht die Lücke und Nupagadi geht vorbei. Nupagadi, Corleone, Nupagadi vor Corleone, Sir Karan. Bagley, Nupagadi ist vorne und er ist haushoch überlegen. Nupagadi, dahinter kommt Bagley. Noch vorbei an Corleone, dann Sir Karan, Armstrong Ass und der Rest. Letzte Zwischenzeit 12-2.